Ja, das müssen wir unbedingt wieder machen. Ja, das war gut. Wie geht's der Familie? Oh, das ist schön zu hören. Wunderbar. Ja, ich war so überrascht vom Roten Meer. Das war wunderbar auf eurem Schiff. Ja, natürlich, viel schöner als das alte Boot, ja. Ja, Bernhard, mach dir keine Sorgen um das Umweltgutachten. Das habe ich im Griff. Die Ina ist schon bei mir. Ja, du hast sie kennengelernt. Sie kümmert sich persönlich drum. Okay, danke. Ina, heute muss ich Sie mal um einen kleinen Gefallen bitten. Gehen Sie doch bitte mal gleich an die Saale runter und nehmen Kontakt auf zu diesem Biologen, zu dem Assistenten von diesem Professor Olofsen. Wir brauchen dringend dieses Gutachten für den Bauausschuss heute Nachmittag. Das wird er noch niemals rausrücken. Rausdrücken wird er sie nicht, aber das machen Sie. Ich bin sicher, Sie kriegen das hin. Wir brauchen den ganzen Satz. Bringen Sie einfach den ganzen Satz mit den Papieren. Gehen Sie zu ihm hin, der steht im Fluss. Sie werden das irgendwie machen. Verstehe nicht ganz, ich soll die Sachen klauen? Klauen nicht. Sie nehmen die einfach. Nehmen Sie die Papiere und er kann die wiederbekommen. Die müssen bearbeitet werden. Machen Sie mal. Ina, noch eins. Ich habe die Unterlagen. Schauen Sie mal. Das wäre die Dachgeschosswohnung, die ich für Sie vorgesehen habe. Wollen Sie, dass so ein Projekt stirbt? Schauen Sie doch mal. Die Ausstattung, die Möbel sind mit drin. Der Holzfußboden auch? Tja, das ist alles. Wir machen alles mit Parkett. Das nehmen Sie mal mit. Gehen Sie mal gleich los. Aber alles in Ordnung. Das sind doch auch gar keine Badeschuhe. Ich kann das ja. Ich heiße Karl. Ich helfe Ihnen. Danke. Geschafft. Ich
Vorsicht, hier ist ein spitzes. Danke. Macht nichts. Alles gut? Ja. Okay. Ich muss mal gucken, vielleicht habe ich irgendwas Trockenes, vielleicht ein Taschentuch, wenn ich es finde oder so. Oh ja. Ich guck mal schnell im Kofferraum, ja? Kann ich Ihnen helfen? Ich habe ein Taschentuch gesucht. Hier, ich guck mal nach dem Taschentuch. Hallo? Ja, Ina. Haben Sie die Tasche schon? Ja, ist in Arbeit. Unterlagen. Alle ganz zerknittert. Feucht. Ich sitze hier wie auf Kohlen. Wir müssen jetzt los. Also, Sie müssen sich jetzt bitte beeilen und zurückkommen. Ich bin fast dran. Es gab ein bisschen Schwierigkeiten, aber ich. Kriegen Sie das hin? Ja, nee, das klappt auf jeden Fall. Ich habe Ihnen. Ina, denken Sie dran. Sie sind im Moment die wichtigste Person im Unternehmen. Ich bin dich hier ausgesetzt. Hm? Ja, ganz pudelnass. Du gehörst doch niemandem, hm? Die Aufgabe ist nicht so schwer. Es sollte jetzt keine Probleme geben. Sie müssen wirklich jetzt die Tasche nehmen und zurückkommen ins Büro. Einen kleinen Moment mal bitte. Die Ausschusssitzung. Eine Stunde, das ist aber viel Zeit. Also länger darf es wirklich nicht dauern. Sie müssen sich jetzt bitte beeilen. Nehmen Sie die ganze Tasche mit und bringen Sie bitte nicht die falschen Papiere. Ja, nein, das klappt. Jetzt habe ich dich sicher, wa? Meine Angel liegt auch noch dort. Okay. Ja, alles klar, Herr Endorf. Ach so, eine Frage noch. Diese Analyseergebnisse von diesem Herrn Grundmann, möchten Sie die im Original oder soll ich eine Kopie ziehen und die dann wieder zurückpacken? Alles, bringen Sie alles mit. Nehmen Sie die ganze Tasche. Nee, ich habe die Originale schon, kein Problem. Ich zähle auf Sie. Okay, dann. Bis gleich dann. Ja, in einer Stunde bin ich da. Bis dann. Der ist ja süß. Das ist übrigens eine Sie. Ah. Wollen Sie mal? Gerne. Einfach drum fassen. Genau. Mit der Hand unter die Brust, ja genau, den Daumen um den Lauf. Super. Immer schön zufassen, dann fühlt er sich sicher. Hm. Wissen Sie eigentlich, wie sich Unterwasserströmungsverhältnisse anhören? Sonst kann man aufnehmen. Das nehme ich nämlich auf. Ist ja krass. Hm. Schön laut. Da sind Sie gerade ins Wasser geplumpst.